Hallöchen, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch viele kurze Telefonate mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich darüber sind, mit welchen Betrügern wir es hier eigentlich zu tun haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen neuen Telefonaten. Ja. Hi Lutz, it's Chris from Nagger. How are you? Did you see my email? Oh, nee, red mal vernünftig. I sent you an email in German from Nagger. Ja, red mal vernünftig, damit ich auch was verstehe. Sorry, I don't speak any German. Okay. Ich dachte, it was du sollst German. Vernünftig reden. Nicht irgendwas. Sorry, I don't understand. Okay, red mal was vernünftiges, irgendwas, was ihn auch versteht. Okay, send an email to support to close the account, okay? Support at naggermarkets.com. Wem wolltest have du jetzt eben lutschen? Habe ich nicht verstanden. Okay. Irgendwas war damit lutschen, habe ich bloß gehört. Alright, have a good day. Take care. Bye-bye. Was für ein Ding? Ja, da haben wir wieder einen, den wir gestern schon dran hatten. Der hat es jetzt hier diesen Tag wieder probiert. Höchstwahrscheinlich für einen neuen Datensatz, weil die Firmen, die bekommen ja von mir in der Regel nicht nur einen Datensatz, den sie anrufen dürfen, sondern ziemlich viele damit, die ja eben immer zu tun haben. Umso länger die Betrüger mit mir zu tun haben an der Telefonleitung, umso weniger echte Menschen können sie in dieser Zeit bescheißen. Ja. Was denn? Hallo, Felix? Nee, Flitzekacke. Guten Tag, Herr Flitzekacke. Es ist der George von Swisspro mit Bitcoin System. Wie geht es Ihnen? Was für ein Ding? Kannst du mal die Zähne auseinander machen beim Reden? Bitte? Ja, red mal deutlich. Wer ist denn da? Ich rufe Sie von Swisspro mit dem Bitcoin System. Sie haben ein Handelskonto geöffnet. Und was ist das? Das ist ein vollautomatisches Handelssystem. Klingt komisch. Sie wollen Geld verdienen. Sie haben Ihren Namen, Telefonnummer und E-Mail eingegeben auf unserer Website. Ja, wann denn und wo? An der 25. aus Oktober. Aha, und da rufen Sie jetzt einfach mal so an, so irgendwann mal. Bitte, wollen Sie Geld verdienen oder nein? Na, mit Ihnen glaube ich nicht. Sie rufen mir illegal an. Schönen Tag. Ja, ihn nicht. Kriminal. Und zack, ist er weg. So kennt man es von den netten Leuten, auch vom Trading-Betrugsmarkt. Aber zumindest war er mal nicht ausfallend und beleidigend geworden. Sonst hat man ja ziemlich oft, dass die ziemlich beleidigend werden, wenn die bei einem anrufen, um, naja, diese tollen Trading-Produkte loszuwerden. Ist selten, dass die einmal nicht direkt belatschern, aber kommt halt auch vor. Und so sollte es ja eigentlich auch sein. Naja, aber es macht den Anruf selbst leider trotzdem nicht seriöser. Tag. Hallo, grüße Sie. Jo. Ja, schön Sie zu erreichen, Herr Steinfeger. Marco Kowalewski ist am Apparat. Ich hoffe, ich störe gerade nicht. Aha. Also Sie wissen ja schon, wir haben ja miteinander gesprochen letztes Jahr. Und wir haben ja so abgemacht, ich sollte mich dieses Jahr melden, damit wir das Konto zusammen aktivieren, damit ich für Sie den Bonus für Sie freischalten kann. Nee, haben wir nicht abgemacht. Es ist schon alles für Sie reserviert. Ja, haben wir trotzdem nicht abgemacht, da lügen Sie mich gerade an. Nein, also Sie wissen ja doch, schon, es geht ja Online-Trading. Wie bitte? Sie Betrüger. Ich bin Betrüger. Mhm. Warum? Genau. Weil Sie versuchen mich zu betrügen. Nein, um Gottes Willen, warum soll ich doch, das bekommen? Ja, Kleinkrimineller. Ja, warum beleiden Sie mich? Ja, weil deine Lügen nicht funktionieren, du Kleinkrimineller. Ich kann Ihnen doch das beweisen, ist überhaupt ja, kein Problem. Deine Eltern haben dich bestimmt mal ausgelacht, wa? Ja, was haben Sie denn damit zu tun? Ja, das haben sie dir erzählt. Gleich fängt an zu weinen. Wer? Ich habe ja nichts verkauft. Ich bin keine Verkäufer. Na klar, ein billiger sogar. Ja, ich weiß jetzt nicht, was an. Ich glaube, sie haben mich verwechselt. Schäme dich, Schmutziger. Schmutziger Betrüger, wollte ich eigentlich noch sagen. Aber dann hat er sich dann dazu entschieden, lieber ganz schnell aufzulegen, weil er hier nichts verkaufen konnte, der Nichtverkäufer. Was denn? Ja, hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herrn
Luis Sornos? Nee. Nein, mit wem spreche ich bitte? Geht Sie doch nichts an. Okay. Richtig, denn er spricht hier mit dem Herrn Losions knusprig. Hat er irgendwie aber nicht begriffen und dementsprechend nein. Hat er aber auch gleich wieder aufgelegt. So wie man es von den Betrügern halt gewohnt ist, wenn sie dann schon in ihrem Skript nicht mehr weiter wissen. Ja. Und an dieser Stelle gilt hier wie immer, wenn ihr da was verstanden habt, dann übersetzt's mir gerne und schreibt's mit Zeitstempel in die Kommentare. Damit wir alle nachlesen können, was die netten Betrüger da so eigentlich im Hintergrund von sich gegeben haben. Ja, verstehe ich nicht. Hat sich so angehört, als hätte hier die nette Betrügertante, ja, weiß ich nicht, sich erschrocken und deswegen schnell aufgelegt, weil die Telefonate, die ploppen bei denen in der Regel automatisch im Hörer auf. Ja, und wenn man ein Headset auf hat, dann könnte das schon mal sehr verwirrend sein, wenn man sich gerade mit seiner netten Kollegin unterhält und auf einmal ein Kunde dazwischen sabbert. Ist aber auch ärgerlich. Ja, bitte? Und was habe ich denn da am Apparat? Nur denn nicht. Tschüssikowski. Wie so oft habe ich da nichts am Apparat. Wahrscheinlich ein, ja, keine Ahnung, Mitarbeiter, der einfach keinen Bock hat zu arbeiten, meinen Namen erkannt hat. Oder alternativ könnte es halt eben auch ein sogenannter Ping-Call sein, um abzuklären, ob eure Telefonnummer noch existent ist und bedient wird. Deutsches Betrügertelefon. Hallo, wunderschönen guten Abend. Ja? Mein Name ist Andrea Baroni. Schön zu erreichen. Ja. Loris Knusprink, ja? Ja, schönen guten Tag. Welchen Betrug möchten Sie denn gerne melden? Wie bitte? Welchen Betrug Sie gerne melden möchten? Ha, ich melde Sie von der Investing Academy. Durch unsere Werbe von oilprofit.de haben Sie Interesse gezeigt. Erinnern Sie sich noch? Ach so, der Betrug, ja. Wie bitte? Die Masche ist mir bekannt, ja. Hallo, wir sind schon lizenziert und reguliert. Mhm. Ich habe Sie angerufen, nur ein paar Informationen mitzuteilen, sondern nichts anderes zu machen. Ja, den Rest machen Sie Sachen. Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht. Was meinen Sie damit? Ich sagte, die Masche ist mir bekannt. Welche Masche? Sie haben Interesse gezeigt, Sie haben Ihre Daten eingegeben. Verstehen Sie? Um was geht's? Nee. Ja, nee. Ja, nee, wie? Ja, wie was? Sind Sie ein Mann oder ein Kind? Also. Und Sie? Was sind Sie? Eine Erdbeerfrucht oder eine Bananenfrucht? Wenn Sie eine Karotte sind, dann bin ich eine Banane. Oh, nett. Okay. Und du? Also. Jetzt im Ernst, Spaß zur Seite. Ja, mit was wollen wir uns denn gegenseitig einschmieren? Durch oilprofit.de haben Sie Ihre Nummer und Ihren Namen eingegeben. Um mehr Informationen... Okay. Ja, also. Und deshalb habe ich Ihnen jetzt angerufen. Was hat jetzt die Betrügerei damit zu tun? Wo Sie das selbst... Das ist nett, ja. Da, mhm. Wie? Ja. Wie, was ja? Okay. Also, erklären Sie mir, dann sage ich Ihnen. Ja, es ist nett. Was ja, was okay. Sehr nett. Was wollten Sie, indem Sie Interesse gezeigt haben durch diese Werbe? Na, weil das kostet uns auch Zeit. Haben Sie da Würstchen? Wie bitte? Ob Sie Würstchen verkaufen? Wir verkaufen alles. Oh. Ja, dann hätte ich gern eins. Mit Senf. Okay, wie wollen Sie? Mit Salat? Nee, mit Senf. Mit Ketchup? Nee. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und bitte machen Sie keine Registrierung über Sachen, die Sie keine... Ahnung haben, okay? Wiedersehen. Hier bei diesem tollen Telefonat habe ich mir letztendlich einfach mal gedacht, dass ich mal genauso viel Durchfall einfach ins Telefon rülpse, wie ich es von den Betrügern immer zu hören bekomme. Einfach nur irgendeinen Blödsinn und Müll erzählen, der überhaupt gar keinen Sinn damit ergibt. Oftmals hat man hier tatsächlich sogar Betrüger dran, die nicht verstehen, was man sagt und dann einfach weitermachen in ihrem Programm. Der hier scheint der deutschen Sprache vielleicht dann doch ein kleines bisschen mächtiger gewesen zu sein als die meisten Betrüger, die wir hier auf der Callcenter-Scambaiting-Hotline hören. Aber Betrugsversuch bleibt's halt leider trotzdem immer. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Betrüger in der Leitung. Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag, hier ist Steiner. Hallo, das sind Sie, Manuel Bubisch für Sie da. Ich sehe, dass Sie sich gerade bei uns registriert für Online-Handel, also für das Bitcoin-System. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein? Nee. Ich sehe, dass Sie sich gerade bei uns registriert. Nee, das kann nicht sein. Ach so. Ich sitze gerade auf Toilette. Ach so. Okay, alles klar. Ja, also müssten Sie wohl demzufolge...
Und man kennt's nicht anders. Anstatt mit dem Kunden dann, ich meine, klar, das mit der Toilette, das ist Quatsch, aber ja, jede normale Firma würde sich jetzt hier einfach verabschieden und sagen, ja gut, dann halt jetzt nicht. Aber Betrüger legen halt einfach direkt auf. Kleine Vorwarnung. Die nächste Stimme in der Leitung ist wieder, naja, so eine Stimme, womit ihr eure Fensterscheiben danach reparieren könnt, beziehungsweise eine Menge Klebeband braucht, um die Risse in der Scheibe irgendwie zu reparieren. Nehmt vielleicht die Hörgeräte entweder raus aus Ohr oder ein bisschen weiter weg, also so weghalten und ans Ohr ranhalten, nicht unbedingt ins Ohr reinstecken. Nicht, dass das Brillenglas noch irgendwie springt. Ja, hallo? Hallo, guten Tag, ich begrüße Sie. Ich spreche mit dem Herrn Gerald Hufschrauber, richtig? Ja, mit wem spreche ich? Hallo? Ja, mein Name ist Johanna Kästner von der Auszahlungsabteilung von Solaris Bank. Schön, dass ich Sie erreicht habe. Es geht um Ihr Handelskonto, Herr Hubschrauber. Es geht um Ihre Auszahlung. Sie haben endlich ein grünes Licht bekommen. Ihr Geld steht bereit zur Auszahlung. Ja. Normalerweise sollte es Ende des Jahres ausgezahlt werden, aber wegen sehr vielen Anträgen, um zu bearbeiten. Also mal ganz davon abgesehen, dass hier das Gespräch einfach abgebrochen ist und die nette Tante gleich wieder anruft und sich nochmal bei uns meldet, ist die Geschichte nichts anderes als kompletter Bullshit. Niemand ruft bei euch an und erzählt euch, wir haben Geld gefunden, was gefroren ein. Und schon gar nicht von Solaris Bank, weil Solaris Bank eine echte Bank. Die Tante nicht arbeiten bei Solaris Bank. Ich mir ganz sicher. Ja. Ja, wir wurden leider unterbrochen, Herr Hubschrauber. Ja, ich bin wieder für Sie da. Ich hoffe, Sie haben jetzt kurze Zeit, oder? Ja, Sie wollten mir gerade sagen, wer der Vorstand ist von Ihrer Firma. Wer ist unser Vorstand, ja? Da haben genau. Unser Chef, der Helmut Müller, ja, der ist unser Vorstand, ja. Wenn Sie möchten, natürlich, wir können die alle Informationen mitteilen. Das ist gar kein Problem. Das bekommen Sie sehr gerne von uns. Ja, aber der ist ja nicht im Vorstand. Ja. Ich hatte Sie nach dem Vorstand gefragt. Ich kann Sie nicht hören. Hallo? Ich hatte Sie nach dem Vorstand gefragt. Und weil sie dann diese Frage logischerweise nicht beantworten kann, wer im Vorstand der Solaris Bank sitzt, hat sie dann so getan, als würde sie mich nicht hören und hat das Gespräch hier an dieser Stelle dann manuell abgebrochen. Und natürlich nicht nochmal angerufen wie zuvor. Tja. Also mit solchen einfachen Fragen bekommt man die Betrüger in der Regel immer schon ausgehebelt, sodass man hier ziemlich schnell weiß, dass es sich hier ausschließlich nur um Betrug handeln kann. Denn jeder normale Mitarbeiter hätte jetzt hier entweder direkt eine Antwort gewusst oder gesagt, kleinen Moment, ich kann ja mal nachgucken, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ich meine, kann ja sein in so einem großen Konzern, dass man da nicht den Vorstand von irgendeinem anderen Haus kennt, ist schon verständlich. Man kennt halt in der Regel nur den Chef über einen und vielleicht noch den nächsten Chef, aber dann hört es auch irgendwie schon auf. Ja, aber dann einfach aufzulegen und so zu tun, als hätte sie mich nicht mehr gehört, ist schon ziemlich billig und zeigt eigentlich nur, dass ich wohl mit meiner Einschätzung des Betruges, ja, richtig getroffen habe. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Jan, wie sehr ist mein Name? Ich spreche mit Herr Walter Schaukelpimpel. Ja. Ich grüße Sie, mein Lieber. Ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung über Onlinehandel, Autotrader Software. Ich hoffe, dass ich Sie momentan nicht höre. Nö. Okay, haben Sie schon Interesse? Woran? Wegen Onlinehandel, Autotrader Software. Was denn das? Da können Sie gutes Geld erwirtschaften, wo Sie an Kryptowährungen oder in Aktien investieren können. Aha. Oder haben Sie keine Erfahrung? Weiß gar nicht, was das ist. Das ist eine Investmöglichkeit, wo Sie einen persönlichen Finanzberater erhalten, der für Sie handeln wird und Sie mit ihm in Kontakt bleiben werden. Aha. Haben Sie schon die finanzielle Möglichkeit, mit 250 Euro mit dem Minimumbetrag das Konto zu aktivieren? Was ist das? Wegen Onlinehandel. Ja, weiß ja nicht, was das ist. Wie ich Ihnen erzählt habe, das ist eine Investmöglichkeit. Das heißt, Sie können da investieren und Geld erwirtschaften. Mhm. Haben Sie schon einen Computer dabei? Wie kann man den dabei haben? In der Nähe? In der Nähe habe ich einen, ja. Benutzen Sie schon Anydesk oder TeamViewer auf Ihrem Computer? Nee, was ist das?
Das ist ein Programm, wo wir unsere Computer verbinden könnten, wo ich Ihnen helfen kann, das Konto zu aktivieren und natürlich auch ein paar Informationen weiterzuleiten. Aha. Also sind Sie auch einer von den Kriminellen, die da bei den anderen Leuten kriminelle Sachen auf dem Computer machen wollen? Nee, da liegen Sie ganz komplett falsch, weil das entscheiden Sie, ob wir das machen oder nicht. Nicht ich. Aha. Das ist also kein Muss. Ich entscheide, ob Sie bei mir kriminelle Sachen machen dürfen. Nee, da liegen Sie ganz komplett falsch. Ich weiß nicht, mit wem Sie gearbeitet haben oder was Sie gemacht haben, aber wir sind schon lizenziert. Und die Lizenz kostet, sage ich, mehr als 1 Million Euro. Und ich glaube, Sie werden nicht 1 Million Euro investieren. Wo haben Sie denn die Lizenz her? Vom BaFin, wenn Sie den BaFin kennen. Aha. Und bei Ihnen arbeitet man mit Kryptowährung? Mit all den Möglichkeiten, wo man investieren kann. Nicht nur mit Kryptowährung. Kryptowährung ist ein Weg, wo Sie Geld erwirtschaften könnten, aber wie Sie wissen, jetzt Kryptowährung sind ein bisschen runtergefallen. Das heißt, wir haben andere Möglichkeiten, mit Tesla, mit Amazon Geld zu erwirtschaften. Aber Sie wissen schon, dass die BaFin nicht Kryptowährungen reguliert. Ich weiß nicht, ob Sie Informationen haben. Der Deutsche Solaris Bank ist eine deutsche Bank in Berlin und der handelt schon mit Kryptowährung. Und es ist der einzige Bank momentan in Deutschland, der Möglichkeit gibt, über ihre Online-Banking Kryptowährung zu kaufen. Das heißt, wir sind schon auch lizenziert. Aber nicht über die BaFin. Über die BaFin. Nee. Wir haben die Möglichkeit, die BaFin reguliert über die Börse. Keine Kryptowährung. Ich sag, wir sind schon lizenziert über verschiedenen Aktien, über verschiedenen Rohstoffe, wo Sie investieren könnten. Und wir handeln schon mit Berliner Börse zusammen, wo Sie da in Kryptowährung investieren könnten. Glauben Ihnen viele Leute den Scheiß? Das entscheiden Sie nicht. Sie und das interessiert Sie auch nicht. Sie sollten sich was schämen. Da liegen Sie ganz komplett falsch, weil das Gespräch wird aufgezeigt. Und ja, ich sag, genau. Passen Sie und auf. Wird auf YouTube veröffentlicht. Ganz genau. Alles Gute dann. Schauen Sie das mal an. Tschüss, Betrüger. Tja, ja, wie schon gesagt, nur weil die freundlich und höflich bleiben, heißt das noch lange nicht, dass sie auch seriös sind. Tja, immer wieder dieses Märchen, dass die BaFin hier in Deutschland Kryptowährungen reguliert. Das Problem ist, die Solaris Bank hat ja tatsächlich irgendwie was, dass die da was machen können. Aber die Solaris Bank gehört nicht mit denen zusammen. Das hat mit denen nichts zu tun. Die telefonieren ja auch nicht im Auftrag für die Solaris Bank. Die geben sich nur aus als Solaris Bank. Aber eine Webseite haben sie dann, wenn man da mal genauer nachfragt, auf einmal plötzlich eine ganz andere. Die heißt dann nicht mehr irgendwas mit Solaris. Da steht dann auch nichts mehr mit Solaris. Und wenn man dann wieder nachfragt, warum das so ist, dann denken sie sich eine neue Begründung aus. Tja, wie will man das hier eigentlich noch am Telefon alles auseinanderhalten, was irgendwie seriös und unseriös ist? Richtig, ganz einfach. Am Telefon ruft niemand bei euch einfach so an und darf euch was verkaufen oder anbieten. Und schon gar nicht, wenn es der Inhalt ist, dass ihr reich werdet. Das wird euch garantiert niemand einfach so anbieten. Hier bitte. Hallo. Hallo. Ja. Spreche ich mit Herrn Schaum? Ja, ich denke mal, es wird Schaukelpimmel oder so gewesen sein. Da wird es ihm dann aufgefallen sein, dass das hier irgendwie nicht ganz seriös wird. Ja, es gibt halt eben auch den ein oder anderen Betrüger, der darüber nachdenkt, was da in seinem Computer steht. Und der liest nicht nur ausschließlich ab. Ja, aber wie gesagt, seriöser macht's den Betrüger am Ende dann trotzdem nicht. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Ich spreche Thomas Berg. Spreche mit der Knuspring, ja? Loris Knuspring, schön Sie zu erreichen. Ich hoffe, ich störe Sie nicht gerade. Es geht über Oil Profi, die Sie damals Interesse gezeigt haben, aber bis jetzt keine Konto aktiv. Ja. Ich habe schon Infos bekommen, dass Sie Ihr Konto nicht aktivieren wollen. Ja, richtig? Genau. Darf ich wissen, was hat Ihre Meinung geändert, dass Sie auch ein Angebot bereit war? Ja, war unseriös. Ich habe nicht richtig gehört. Sagte, es war unseriös. Also bedeutet das, dass Sie keine Erfahrung haben, richtig? Nee. Handeln Sie gerade, Herr Knuspring? Ich wüsste jetzt nicht, was das zur Sache tut. Es geht über Investitionen, wo Sie auch durch Oil Profit Interesse gezeigt haben. Man kann auch mit bei Amazon investieren, bei vielen verschiedenen Finanzinstrumenten, Aktien, Rohstoff und so weiter. Natürlich auch die Kryptowährungen sind auch dabei. Als neue Kunde haben Sie das Möglichkeit, mit ein kleines Kapital starten zu können.
wo Sie auch einen Bonus bekommen. Das bedeutet, Bonus ist Ihnen zu zeigen, wie wir arbeiten. 2 Wochen Testzeit. Und danach können Sie auch mit Ihrem Kapital also handeln. Und dann, danach sind Sie denn genauso offline wie alle anderen? Also, es ist fast das Gleiche, aber es gibt Broker und Broker. Zum Beispiel zur Verfügung bei uns haben Sie den Account Manager, der für Sie handelt. Der macht alles für Sie. Sichere Signale, unsere Finanzanalysten. Und wir wissen ganz genau, wie wir handeln müssen, ohne den Kapital zu riskieren. Das bedeutet, wir handeln nicht mit ganzem Kapital, sondern nur mit 10% von das Kapital. Und das Vertrauen aufzubauen, ist Ihnen eine Testzeit eingegeben von 2 Wochen, wo Sie uns testen können. Sie können Einzahlung und Auszahlung tätigen in jeder Zeit. Sind Sie eine Person, der... Ja, um hier anzurufen. Wie bitte? Wo haben Sie denn die Werbeerlaubnis her, um hier anzurufen? Ach so. Sagt das Ihnen was? Oilprofit.de? Nö. Nee. Aber Ihren Namen da einzugeben und Ihre Telefonnummer, erinnern Sie sich noch? Nö. Nee, es tut mir leid dann. Das ist vor 3 Monaten passiert. Und Ihnen hat auch eine Mitarbeiterin angerufen, Name Emily Poll, dass Sie gesagt haben, dass Sie keine Interesse hatten. Sie können auch das Gestammel nicht ernsthaft für seriös halten. Unsere Webseite. Können Sie nochmal wiederholen? Ich habe nicht richtig gehört. Sie können doch nicht ernsthaft das Gestammel für seriös halten. Also, Herr Knusprig. Knusprig. Herr Knusprig, also. Nee, Knusprig. Steht da aber auch so. Knusprig, jawohl. Also, wenn Sie bereit wäre, was Neues zu starten, um zu arbeiten mit unserer Firma, dass Sie ein kleines Kapital einsetzen können und wodurch Sie auch ein paar kleine Profite machen können, monatlich. Das bedeutet nicht, dass Sie großes Gewinn machen werden, nein, das wäre eine Lüge. Aber sondern ein paar 100 Euro, 200, 300 Euro, das kommt drauf an jeden Monat, wie wir handeln und wie die Märkte laufen. Ja, bitte? Ich sagte, das ist ja auch schon eine Lüge. Haben Sie einen Computer vor sich? Zeige ich Ihnen. Sie wollen mir jetzt ernsthaft nach dem unseriösen Gestammel noch irgendwas zeigen? Das ist nicht unseriös. Wir sind lizenziert und reguliert. Okay? Ja, klar. Können Sie lachen? Ja. Wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir. Ist das albern. Albern. Wirklich. Lächerlich. Ich habe nicht verstanden. Ich sagte, Sie sind lächerlich. Wie Sie wünschen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ja, den wünsche ich mir auch und Ihnen nicht. Also es ist wirklich total albern, was die da so von sich geben. Lizenziert und reguliert und wie immer mit der BaFin und mit Kryptowährungen und naja, ich weiß es nicht. Ich meine schon alleine, wie die das Gespräch grundsätzlich immer beginnen. Und alleine, wie die ganze Gesprächsführung dann hinterher immer erfolgt. Mit Seriosität hat es in keinem Fall was zu tun. Es wird eigentlich immer nur eher immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja, also wie man den Leuten Vertrauen und Glauben schenken soll, es ist mir ein absolutes Rätsel. Weil alles, was die da so von sich geben, ist einfach nur Bullshit. Es ergibt keinen Sinn, es entspricht nicht den Tatsachen, es ist einfach nur erstunken und gelogen. Wie so oft bei den Betrügern. Tja, doch warum fallen da so viele Menschen drauf rein und versenken dort ihr Geld? Ich meine, die erzählen ja auch immer wieder was von Probezeit. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich eine Probezeit habe, dann nehme ich da kein Geld in der Hand, sondern habe eine Probezeit und kann mit dem Demokonto irgendwie erstmal ein bisschen ausprobieren und ein bisschen rumspielen. Aber sobald ich echtes Geld in die Hand nehme, was ist das mit der Probezeit? Da gibt es keine Probezeit. Was für Probezeit, wenn ich Geld in der Hand habe? Also das ist Blödsinn. Wer glaubt sowas? Wer denkt, dass man da irgendwie eine Probezeit hätte, wenn man da schon Geld überwiesen hat? Ich meine, wenn das Geld erstmal da ist, ist doch logisch, dass es nicht zurückkommt. Ich meine, keiner zahlt euch freiwillig die Kohle, die ihr abgesandt habt, wieder aus. Das macht einfach keiner, weil es keinen Sinn ergibt. Es ist Betrug. Und die Probezeit ist einfach nur gelogen. Tja, und die Menschen, die da ihr Geld einzahlen, die haben halt leider einfach nicht aufgepasst. Spätestens, wenn es um euer Geld geht und spätestens, wenn irgendwer Fremdes bei euch anruft und es geht um euer Geld, solltet ihr einfach auflegen. Weil jeder, der von euch irgendwas Seriöses möchte, der schickt euch einen Brief, kriegt da was per Post. Aber doch nicht sowas hier jedes Mal. Es ist schon wirklich traurig.
Da fallen halt jede Menge Menschen darauf rein. Und das Schlimme ist, was man dabei auch immer nicht außer Acht lassen darf, daran gehen Familien kaputt. Stellt euch doch mal vor, den Hartz-IV-Empfänger, oder mittlerweile heißt es ja Bürgergeldempfänger. Der Bürgergeldempfänger hat seine 500 Piepen, gibt davon jetzt 250 weg und die Familie hat nichts mehr zu fressen. Weil derjenige, der es ausgegeben hat, denkt, nächste Woche oder in spätestens 14 Tagen nach Probezeit kriegt er jetzt hier richtig die dicke Kohle ausgezahlt. Was machen die Leute dann eigentlich, wenn das Geld weg ist? Weil nach weg kommt nichts mehr. Nach alle ist leer. Also so ist es einfach. Schon wirklich ziemlich traurig, dass es ja immer wieder solche Maschen gibt. Und vor allem ist es besonders traurig, dass diese Maschen damit durchkommen. Ohne Wenn und Aber. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Doch vorher drückt gerne mal den Daumen nach oben. Ja, hallo. 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 Ja. Schönen guten Tag. Manuel für Sie da. Ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet, Herr Peter Patmanach, also bei Millennium One. Sag mir nichts. Ach so, weil bei mir steht Ihre Daten. Deswegen habe ich Sie angerufen. Also Ihre Name, also Adresse. Aha. Und was ist das? Das geht um bei Finanzmarkt mit Online-Handel, mit Aktien, Kryptowährungen, also Bitcoin-System haben wir auch, ja? Aha. Und ich wollte Ihnen fragen, ob Sie Interesse haben, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja? Was ist denn das für ein Konto? Was macht man denn da? Wie bitte? Was ist denn das für ein Konto? Was macht man denn da? Also das läuft mit Aktien, Kryptowährungen oder Rohstoffe. Momentan handeln wir mit Öl. Ja? Aha. Und haben Sie Interesse, Ihre Handelskonto zu aktivieren und Geld zu verdienen? Das können Sie ja nicht. Nicht? Nö. Haben Sie kein Interesse, Geld zu verdienen? Was hat das jetzt damit zu tun? Wie bitte? Was hat denn das damit zu tun? Ja, aber Sie haben jetzt eine super Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Online-Trading. Aha. Also bei Finanzmarkt. Ja, aber bei Ihnen sicher nicht. Warum? Ja, weil das auf mich unseriös wirkt. Unseriös? Mhm. Wissen Sie, dass wir sind ein internationales Finanzinstitut und wir haben in ganzen Welt Offices? Das macht ja nicht automatisch seriös. Ja? Wissen Sie, für unsere Roboter Megatrade 4 haben Sie schon über uns gelesen? Ja, der Megatrade 4 ist ja kein Roboter. Und was ist dann? Was ist? Das ist einfach nur ein Handelsprogramm. Aber kein Roboter. Das ist unsere automatische Software. Ja, aber ist ja auch nicht Ihre, sondern eine Software, die ich überall runterladen kann. Ja. Und ich habe kein Interesse, Geld zu verdienen. Mit Online-Training. Ja, wie gesagt, bei Ihnen nicht. Tja, und der nette Finanzklops hat es dann dem Anschein nach nicht mal für irgendwie nötig gehalten, sich jetzt hier noch bei uns zu verabschieden, nachdem er uns ja schon vollgelutscht hat und irgendeinen Blödsinn erzählt hat. Toll, was er uns da alles erzählt mit seinem Handelsroboter. Nur, das macht's alles nicht seriöser. Das ist einfach alles nur Blabla, was ihr hier an der Telefonleitung hört. Wahnsinn. Schützt auf jeden Fall eure Familie, indem ihr die Videos teilt oder zumindest die Infos weitergebt, dass niemand einfach so bei fremden Leuten irgendwas am Telefon überweisen sollte. Man kann es leider nicht oft genug sagen, es gibt leider die Opfer. Denn sonst würde es hier den Kanal nicht geben, wenn es die Opfer nicht geben würde. Leider auch viel zu viele. Von daher, teilt sehr gerne die Videos, schön auf Masse, mit allen Menschen, die ihr kennt. Verteilt die Links in WhatsApp, spammt die damit zu. Das wäre auch mal eine Art von positiver Spam. Außerdem verbreiten wir so natürlich Wissen, das Wissen, was wir alle brauchen, um eben nicht auf solche Betrüger hereinzufallen. Und scheinbar gibt's ja leider eine Menge Menschen, die dieses Wissen eben wirklich benötigen, sonst wird es nicht so viel Betrug auf dieser Erde geben. So ist es leider. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wie der Like-Button funktioniert. Drückt den gerne mal, könnt ihr mal ausprobieren, falls noch nicht geschehen. Den Abonnieren-Button natürlich sowieso. Mit jedem Abo, das übrigens kostenlos ist, unterstützt ihr den Kanal mit eurem Abo. Umso mehr wir werden, umso mehr werden wir einfach letztendlich. So funktioniert halt YouTube. Und ihr tut mir damit auf jeden Fall den größten Gefallen, weil das ist die Zahl, an der ich hier tatsächlich den Kanal für mich persönlich am meisten bemessen kann, wie es euch gefällt, die Abozahl, ist ganz klar.
Ansonsten seht ihr jetzt hier noch eine schöne Playlist mit vielen, vielen weiteren Inhalten und Videos auf dem Kanal. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Ansonsten kann ich mich nur fürs Einschalten bedanken und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das Video hört. Bis zum nächsten Mal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Thank you.